So, hallo, hier ist wieder euer Trainee. Wie ihr seht, werden wir wohl hier wieder ein neues Let's Play-Projekt anfangen, nämlich Crysis 3. Ist ein First-Person-Shooter, wer hätte es gedacht? Gibt ja auch schon zwei andere Teile davon, die genau dasselbe sind. Ich habe sogar auch die ersten zwei Teile gespielt, wobei, ja, den ersten Teil habe ich nicht komplett durchgespielt, weil ich bin da an irgendeiner Stelle immer hängen geblieben und dann wollte auch das Spiel irgendwie nicht mehr. Also nicht, dass ich dann nicht weiter gekommen wäre, sondern das Spiel hatte dann irgendwie angefangen, mich zu mobben und ja, irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Missionsziel ist es nicht weitergesprungen, obwohl ich da war und ich sollte, glaube ich, irgendwie abgeholt werden oder sonst irgendwie was. Bin mir nicht mehr so ganz, ist halt schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was da war. Auf jeden Fall kam ich da wirklich mit der Mission einfach nicht weiter, weil das Programm einfach gemeint hatte, nö, du kommst hier nicht weiter. Crysis 2 habe ich dagegen dann wohl doch durchgespielt. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich weiß zwar, dass ich es durchgespielt habe, aber ich kann mich irgendwie an die Story nicht mehr so ganz erinnern. Also es ist noch nicht mehr allzu lange her, wo ich es gespielt habe, aber irgendwie habe ich das Ende von der Story oder überhaupt die ganze Story an sich irgendwie verdrängt. Ist natürlich bei einem Shooter immer recht einfach, weil da ja, Story meistens immer so ein bisschen nebensächlich ist. Sag ich mal. Nee, aber ich kann mich da partout nicht dran erinnern. So, was passiert denn hier? Uah! Vor 23 Jahren Na gut. besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha Seth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt, woran ich glaube. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich?
Okay, ja, das Spiel entschied sich dann einmal mal kurz die Startsequenz da zu machen. Will dann eigentlich auch nicht großartig hier weiter rumhängen. Wir starten hier eine neue Kampagne. Oh, Moment, was ist hier? Bist hier in Crisis? Was gibt's denn da? Das gucken wir uns dann doch mal an. Mein Name ist Karl Rasch. Die Freigabe dieser Akten ist meine letzte Amtshandlung als Präsident von Hargreave Rash Biochemical. Hören Sie bitte gut zu. Sie müssen die Wahrheit kennen. Die Außerirdischen, die wir Seth nennen, sind seit Millionen von Jahren hier. Wir entdeckten sie während des Tunguska-Ereignisses und nahmen uns ihre Technologie. Mit dem gestohlenen Wissen gründeten wir diese Firma. Wir bildeten das Raptor-Team und schickten es daraufhin nach Lingshan, um unser experimentelles Exoskelett einem Feldtest zu unterziehen. Der Teamleader, Prophet, wusste mehr als die anderen, aber auch er wusste nicht alles. Der Nanosuit besteht aus Alien-Material. Wir hatten keine Ahnung, dass er die schlafenden Seth rufen würde. Das war der erste Krieg gegen die Aliens. Nur zwei Raptors überlebten. Prophet und Psycho. Prophet war danach verändert. Für immer von den Seth befleckt. Immerhin hatten wir überlebt. Aber die Aliens waren nicht geschlagen. Sie passten sich der Umgebung an und attackierten uns erneut. Prophet bekämpfte sie in New York und entwickelte seinen Nanosuit zu einer unfassbaren Waffe. Aber die Alien-Kontamination brachte ihn den Seth noch näher. Und so tauschte er sein verderbtes Fleisch und wandte ihre eigene Waffe gegen die Seth, um ihre Truppen zu vernichten. Aber er wurde verraten. Cell, der militärische Arm dieses Unternehmens. Sie ließen sich für den Sieg in New York feiern. Und jetzt greifen sie in Washington nach der Macht. Die Seth sind besiegt. Doch ihre Technologie bleibt tödlich. Cell benutzt diese Technologie, um die Weltwirtschaft zu kontrollieren. Ich bitte Sie nur um eines. Finden Sie Prophet. Er ist gefährlich. Kein Mensch mehr. Aber er kann Cell stoppen. Finden Sie Prophet. Und beten Sie zu Gott, dass er uns ein allerletztes Mal rettet. Okay, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erwartet davon irgendwie, weil irgendwie so richtig, ja, meine Fragen, die ich jetzt hatte, weil ich immer noch nicht weiß, was in Crisis 2 da so richtig passiert ist, nicht beantwortet worden ist. Deswegen, wieso ist jetzt wieder Prophet da? Na egal. So, ja, neue Kampagne. Mit Moderatem hilft dir was? Ein Kinderspiel? Nee, ein Kinderspiel nicht. Wir spielen hier auf Soldat. Möchten wir das Tutorial spielen? Ja, bitte, gerne. Weil, ja, zum einen muss ich mich erst noch mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Zum anderen weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau mit den Einstellungen, ob die soweit passen. Also ich habe jetzt so noch gar nicht reingeguckt. Hatte jetzt nur die Einstellungen so eingestellt, beziehungsweise ja, ich hoffe, das Spiel hat sich meine Computerfähigkeiten angeguckt und sich selber da eingestellt. Also Enter zum Spiel starten. Was? Ferner musste. Ja. Okay. Whatever. Herzlich willkommen in der Nanosuit Trainingssimulation. Oh. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Hier machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das.
Ja, Maus nach oben, nach unten. Möchtest du vertikale Achsen? Nee, wollen wir nicht. Das passt schon so. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Ah, jetzt kann ich mich auch bewegen. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum ich die ganze Zeit hier mich nicht bewegen kann. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit ihrer Umgebung. Sie können höher springen. Okay, ist irgendwie ein bisschen träge, die Steuerung. Sie können weiterklettern. Finde ich zumindest mal irgendwie. Na egal. Werden wir ja noch irgendwie sehen. So, was haben wir hier? Achso. Ducken. Sie können schneller laufen. Oh, Moment, was drücken beim Sprinten, um einen Mega-Rutschen auszuführen? Okay, Moment, dann gehen wir nochmal hier ein bisschen zurück. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen Schiss, dass immer diese Platten nicht rechtzeitig vor mir auftauchen. Mit kontrolliertem Rutschen. Ah ja. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Mhm. Waffe abzufeuern. Sehr schön, das klappt. Ups. Sprach er und schoss daneben. Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. So, was gibt's noch? Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Ah ja. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Hey. Okay, das ist dann wirklich Einzelfeuer. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. X. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Zielfernrohr? Also, da kann ich einfach draufklicken und dann ist das da drauf. Dann holen wir hier auch noch einen Schalldämpfer, damit das nicht gerade so Krawall macht. Und jetzt wieder mit X beenden. Buah. Nachladen, wohl mit R. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundärwaffe. Okay, will heißen, ich soll eher die Waffe wechseln als nachzuladen. Keine Munition. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Okay. Also, F einstecken. Und nun? Huch. G um... Okay. Und was halte Maus, um Flugbahn zu berechnen? Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Ach so, und dann muss ich auch noch werfen. Der Nanosuit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Okay. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... 1, 2... Ja, das ist aber... Ja gut, ich habe jetzt auch etwas schneller gezählt. Ne? Was haben wir hier? Munition voll. Deswegen, ich schmeiß noch mal ein paar Granaten.
drohende Handverlust. Okay. Damit haben wir das. Haben wir das. Auf eins damit umwechseln und... Und sowas machen. Okay. Das sollte doch machbar sein, alles. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Mhm. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Gehe zum Wegpunkt. Okay, dann gehen wir mal zum Wegpunkt. Aber das da vorne sieht doch schon direkt wieder unfreundlich aus. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Cool. Maximale Panzerung. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Okay, Tarnmodus mit E. Tarnfeld aktiviert. Oder sollte ich mich eigentlich... Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisolsättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Holds angezeigt. Okay, das ist da das linke Teil. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Ja, dann mach mal. Halt. Und mit V. Au. Tarnfeld aktiviert. Okay. Aber kann man auch irgendwie richtig so, ja, normal oder langsamer gehen? Das hätte mich jetzt noch interessiert. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Okay, erweiterte finde ich gut. Identifiziere und markiere Ziele. B, um Visor zu öffnen. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie hacke ich das Geschütz? Achso, auch mit dem Visor, also und dann F. Gescheiterte Systeme sind deaktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen. So, dann machen wir wieder Visor zu. Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. N. Oh, N ist aber ein bisschen blöd auf der Tastatur. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Okay. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Okay, wieder V. Tarnfeld aktiviert. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Okay, also wir können draufhauen, wir können nach Sachen treten.
Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Hä? Keine Spezialmunition. Okay. Schnappen wir uns das, Da hinten ist was, aber... Quark. Aber es wird mir irgendwie nicht angezeigt, was es ist. Ah, und wir können hier so teilweise auch durch Wände gucken. Also da ist ein Feind, da ist ein Feind. Und da wird wohl ja, so ein Geschütz sein. Ja, da mal da. Da mal auch noch einen. Wenn wir geduckt laufen, dann ist es halt auch alles ein bisschen langsamer. So, gehen wir erst einmal hier in Tarnmodus. F. Okay, das Geschütz hat hier alles soweit aufgeräumt. Außer den da, warum auch immer. Okay, wir sollten vielleicht noch nach rechts. Okay, wir können beim normalen Schießen... Ah doch, können wir auch. Ich habe gerade gedacht, man könnte da nicht auf den... aufs Visier umschalten. Aber es ging ja dann doch. Ja, der... Der wurde einfach in einen roten Fleck umgewandelt. So. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Ja, da wünscht sie mir einfach nur viel Glück. Und ja, wir haben das hier abgeschlossen. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. So, das hatten wir schon alles. Das aber noch nicht.
dein Anzug. Okay. Ja, und da sind wir direkt schon hier im Spiel drin. Also Psycho, unser alter Kollege, hat uns da jetzt aus diesem, was war es, Eisgefängnis? Weiß nicht, hat man uns da tiefgefroren? Irgendwie befreit? Und ja, jetzt werden wir wohl oder übel mit ihm fliehen müssen. Aber das werden wir wohl dann in der nächsten Folge machen. Bis dann!